Technik. Tutorial. Hallo. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Tutorial. Heute geht's mal wieder um Technik. Ja, Technik, ich liebe Technik. Die meisten von euch werden es kennen. Ihr lauft durch Berlin, findet ein Hello Kitty Notebook und das ist kaputt. Das gleiche ist mir auch passiert. Ich bin durch Berlin gelaufen und habe dieses Hello Kitty Notebook gefunden. Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein ganz normales Notebook. Es hat so ein Ding zum Klappen, es hat einen Anknopf, es hat eine Maus und es hat einen Lautsprecher. Jetzt macht man das Ding an und es knackt. Da hilft nur eins. Wir schrauben das Ding auf, schauen uns das von innen an und gucken, ob wir es reparieren können. Und wenn es kaputt geht, war ich nicht schuld gewesen. Auf die Plätze, fertig, los! Als erstes gilt es auszuschließen, dass einfach nur die Batterien kaputt sind. Da es, wenn man es anmacht, blinkt, kann man eigentlich davon ausgehen, dass es nicht an den Batterien liegt. Also kommen wir zu unserem ersten Schritt. Aufschrauben. Das sind Kreuzschrauben, da gehen wir rein. Kreuz. So, Schraube Nummer 1, Schraube Nummer 2. Stellen wir doch kurz auch noch die zweite Kamera auf. Schraube Nummer 3. Ah ja, hier unten ist übrigens noch so ein Schalter, ne? Lauter, leiser. Lauter, leiser. Lauter. Ah. Oh, die Schrauben sind unterschiedlich lang. Jetzt, hoffen wir, dass wir die nachher da wieder alle an die richtige Stelle machen. Hört schon. So, Schrauben sind gelöst. Jetzt kommt der spannende Moment. Wir öffnen, wir öffnen, wir öffnen. So, wir haben das Ding aufgeschraubt. Hier sind überall Drähte. Kein Draht ist auf den ersten Blick lose. Also kommen wir hier nicht weiter. Wir müssen weiter schrauben. Als erstes lösen wir die Schrauben, die die Platinen da so festhalten. So weit, so gut. So, mal schauen, was da drunter sich verbirgen mag. So, wir gucken mal hier drunter. Und hier kann man schon sehen, da ist gar nichts. Da ist weder irgendwas verlötet noch sonst irgendwas. Wir haben nur diese Knöpfe da, die alle diese Gumminippel da haben. Die drücken dann hier irgendwie auf diese Schaltstellen, hier auf diese goldenen Felder. Und da passiert gar nichts nämlich. Gar nichts passiert da. Das können wir direkt wieder zu. Schrauben. Wie ging denn das zu? Hier, jetzt haben wir es. So, wir machen das jetzt mal trotzdem an. Was passiert dann? Wir haben das altbekannte Knacken. Da passiert auch wieder nichts. Vielleicht sind es doch die Batterien. Schrauben hier. Batteriefach aufschrauben. Batterien raus. Frische Batterien rein. Warte. So. Drehen wir es mal um. Schauen, was passiert. Ihr kennt das Problem. Ihr geht durch Berlin, findet ein Hello Kitty Notebook und es ist gar nicht kaputt. Das war das zweite Technik-Tutorial. Ich hoffe, ich nehme an, es hat euch genauso viel Erkenntnisse gebracht wie das erste. Aber so ist das nun mal, so ist das nun mal in der Technikwelt. Man lernt nicht aus. Wieder nichts gelernt. Ja, Mist. Beim nächsten Video gucken wir mal, vielleicht kriegen wir irgendwas, können wir ja damit jetzt Circuit Bending machen. Schade, dass es nicht kaputt ist. Bis zum nächsten Mal. Bye! Gibt's noch nicht? Whoa!